und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Verstrickung. Heute mal von draußen, von der Terrasse gefilmt. Ich hoffe, dass es mit dem Licht so in Ordnung ist, dass ihr ganz gut sehen könnt. Ich gebe mein Bestes. Leider ein bisschen angeschlagen heute, so leicht erkältet. Aber es sind ja jetzt irgendwie 2 Wochen rumgegangen, ohne dass ich mich habe sehen lassen. Und die Kinder sind gerade unterwegs auf einer Plattenbörse. Und da habe ich gedacht, nutze ich mal die Zeit und zeige euch mal so, was ich in den letzten 2 Wochen so angestellt habe. Ja, ich habe die Palettenmöbel gebaut, wie man sieht. Sitze ich drauf. ist noch nicht ganz fertig, die werden noch gestrichen. In weiß, aber da bin ich noch nicht zu gekommen. So, hier habe ich oben ein Bett gebaut. Das werde ich euch aber auch erst zeigen, wenn es ganz fertig ist. Weil da müssen noch so ein paar Sachen gemacht werden und dann würde ich euch das auch noch mal zeigen. Wenn alles gut gegangen ist, dann ist hinten dran noch ein kleines Video mit den Palettenmöbeln und dann könnt ihr mal reingucken, wenn ihr wollt. Ja, ansonsten zeige ich euch mal, was ich so alles Verstricktes gemacht habe. Ein paar Sachen sind tatsächlich mal fertig geworden, die schon ein bisschen länger auf der Nadel waren. Vieles habe ich auch wieder mal angeschlagen und ausprobiert und so. Dabei fällt mir ein, dass ich gleich mal einen kurzen Break machen muss, weil ich noch was vergessen habe. Aber ich zeige euch jetzt erstmal das, was ich jetzt gerade hier schon so rumliegen habe. Und zwar habe ich fertig den Steven West Schale. Color Graphing, irgendwie so. Und zwar ist das dieses tolle Teil, das noch nicht geblockt ist. Das muss noch passieren. So sieht das Ganze aus. Ist sehr groß geworden. Der Steven West, der spannt das ja immer so schön, um das irgendwie richtig in Szene zu rücken. Aber ich kann das jetzt gerade noch nicht so richtig machen. Weil, wie gesagt, ist der noch nicht ganz in Form wegen, weil er noch nicht geblockt ist. Also da oben, das sieht noch so ein bisschen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe mal wieder irgendwas Doofes gemacht. Ich habe den abgekettet. Nicht mit dem, was vorgegeben war. Also eigentlich hätte das eine Picot-Kante werden sollen. Aber ich fand das zu diesem, weiß ich nicht, geometrischen Teil irgendwie nicht so toll. Und deswegen habe ich einfach ein I-Cord gemacht mit so einer Glanzwolle, die ich ganz schön finde. Die, ja, jetzt ist die gute Frage, ne? Also wie die heißt, weiß ich jetzt mal wieder nicht. ich könnte aber nochmal nachgucken. Ja, und dann habe ich irgendwie erst gestern gedacht, so ja toll, wie bindest du das denn um, ne? Aber es geht gar nicht so schlecht. Man kann das dann nämlich so umbinden. Und dann hat man halt diese Dreiecksform so als Tuch, ne? Ich lasse das jetzt gerade mal um, weil das nämlich gerade ein bisschen kühl ist. Hätte ich gar nicht gedacht, aber immer wenn die Sonne weg ist, ist es doch relativ kühl. Ja, und das gefällt mir jetzt doch ganz gut, muss ich sagen. Erst habe ich zwischendurch immer gedacht, oh, kein Bock mehr, weil ich das nicht so schön mehr fand. Aber jetzt finde ich es richtig mega toll. Und wie gesagt, hier die Form lässt sich auch doch ganz gut tragen. Ja, das ist das Fertige. Und dann habe ich gerade eben abgekettet, aber noch nicht vernäht, dieses Sea Breeze heißt es, glaube ich. Aber ich habe das mal wieder abgewandelt, ne? Mir war das nämlich irgendwie zu klein. So sieht das jetzt aus mit der pinken Kante. Die eigentlich ja nur so ganz... Boah, das ist jetzt aber auch nicht schön hier mit den ganzen Bändern, ne? Mit den ganzen... ja, eigentlich ist nur diese gerade Kante da dran gewesen. Und ich habe jetzt einfach nochmal... Das ist, wie gesagt, auch noch nicht gespannt. So einen Wellenrand gemacht. So sieht das dann am Ende hoffentlich aus, wenn es dann gespannt ist. Und ich finde das farbmäßig, ehrlich gesagt, sehr toll.
weiß nicht, in diesem Helllicht, so richtig gut sieht man das jetzt auch nicht, ne? Die Farben leider nicht. Aber es gefällt mir jetzt doch ganz gut. Und jetzt hat es auch irgendwie so eine Spannweite, dass es auch gut tragbar sein wird, denke ich mal. Und es ist halt ganz transparent und fluffig. Ja, vielleicht kann ich euch das nächstes Mal nochmal in geblockt zeigen. Das wird ja bestimmt nochmal dann viel toller rauskommen hier mit diesem transparenten, sage ich mal, Rand. Da habe ich einfach die beiden Farben nochmal gemischt. Also eine Reihe mit dem Braun und eine Reihe mit diesem Pink. Und ich finde das ganz schön. Aber wie gesagt, in dem Licht sieht man das jetzt nicht wirklich gut. Und jetzt sieht man, glaube ich, gar nichts mehr, oder? Doch, ein bisschen was sieht man. Aber die Farben sieht man nicht so gut, glaube ich. Aber ja, ist jetzt wie es ist, ne? Dann habe ich nicht viel, aber ein ganz kleines bisschen an der Sophie weitergemacht. Irgendwie gefällt mir das mit dem Licht gerade gar nicht. Ich glaube, ich wechsle noch mal so ein bisschen. Ich guck mal eben kurz, ob ich das noch mal verändern kann. So, jetzt seht ihr, glaube ich, ein bisschen mehr. Ich sehe dafür umso weniger, aber macht ja nichts. Ihr sollt ja sehen, was ich so gemacht habe. Ich habe ein ganz bisschen an der Sophie weitergemacht, an der Sophie's Universe. Nur zwei Reihen habe ich gemacht. Die letzten beiden, die werden ja auch immer länger, die Runden. So sieht das auf jeden Fall jetzt aus. Ich finde es mega, mega bunt und passt halt total gut hier auf meine Terrasse. Aber ihr habt das ja bei Sonja gesehen, das wird ja ein Riesending. Da ist noch lange nicht alles getan, aber bleibt halt spannend, ne? Also ich finde das echt abgefahren, weil jede Reihe ja halt anders ist. Und ja, muss man sich halt darauf einlassen, ne? Das ist dann ja nicht so nebenbei gemache, sondern da muss man dann schon konzentriert arbeiten, um das dann richtig hinzukriegen. Wo man weniger Konzentration braucht, auch eine Häkelei, ist der Teppich, ne? Der Teppich hat jetzt auch schon so Ausmaße, die schwierig auf zu zeigen sind, ne? Ja, da passiert auf jeden Fall richtig was und der ist jetzt schon richtig schwer und fühlt sich halt auch schon nach Teppich an, ne? Ja, da arbeite ich auch immer mal so zwischendurch dran und hier sieht man noch mal so, was da so farbmäßig alles abgeht, ne? Ja, es macht echt Spaß. Und man wird auf jeden Fall was von seinem Stash los, ne? Aber es wird richtig, ich weiß nicht, wie viel Kilo ist denn das? Viele. Ja, das ist der Teppich, den ich euch ja auch letztes Mal, glaube ich, schon gezeigt hatte. Dann, was zeige ich denn mal als nächstes? Die Zickzack-Geschichten, die liegen im Moment auf Eis, aber ich habe mir jetzt gerade mal vorgenommen, aber ich weiß auch, dass es nächste Woche schon wieder anders sein kann, erstmal an Sachen, die ich auf den Nadeln habe, weiterzuarbeiten und das mit der Anschlagerei erstmal so ein bisschen zu lassen und einfach ein paar Sachen abzuarbeiten. Und das war ja zum Beispiel schon mal eine, ich mache das jetzt fertig, Geschichte. Und was hatte ich denn noch gerade? Und das Tuch da, das war auch, weil das so ein dünner Faden war, ja auch nicht so erfreulich, da dran zu bleiben. Aber ich habe es durchgezogen, ne? Also nichts Neues angeschlagen, sondern wirklich an den Sachen gearbeitet, die eh schon angelegt waren. Und so soll das jetzt erstmal auch bleiben. Genau. Dann habe ich ein ganz bisschen weitergemacht an diesem Steven West Schal, dem hier. Ich weiß nicht, der heißt irgendwas mit Blocks. Ich habe leider meine Hefter jetzt nicht mit rausgenommen und kann jetzt gerade nicht nachgucken, welcher das jetzt ist. Ich versuche das mal irgendwo noch hinzuschreiben. Vielleicht schaffe ich das ja mal, das in die Infobox da reinzukriegen, welcher Schal das ist. Der heißt auf jeden Fall irgendwas mit Blocks auch. Nicht Building Blocks ist es nicht, das ist schon ein älteres Modell.
Da kommen auf jeden Fall noch 7 von diesen Triangles dran. Triangles heißt einfach Trapez, ne? Genau. Da kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 von diesen Trapezen dazu und dann wird das nochmal wieder umstrickt und so. Und ich glaube, das wird ganz schön sein. Auch da werde ich jetzt mal versuchen, dran zu bleiben. Dann mache ich ja noch an dem Dudler weiter gerade. Also versuche den jetzt mal ein bisschen auf den Weg zu bringen. Das ist bis jetzt das hier geworden. Und das ist diese Wolle von Chibot Garn. Ich finde die mega mäßig frühlingshaft halt mit diesem Pink und Grün da drin und so. Und dann zum Kontrast habe ich da halt Grau reingemacht. Also bis jetzt gefällt mir das total gut. Ist echt relativ einfach zu stricken, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also bis hierher, ne? Da kommt ja noch einiges an Strickakrobatik dazu. Ja, so weit bin ich damit. Dazu fällt mir gerade noch mal ein, bei diesem hier, weiß nicht, ob ich erwähnt habe, das ist von Regia diese Jubiläumswolle, die hatten die in allen möglichen Farben. Ich zeig mal einen davon. Das ist die Regia Jubiläum, heißt die, meine ich. Und die gibt es in Grün, Pink, Orange, Grau. Und daraus mache ich halt diesen Building. Nicht Building, sondern irgendwas mit Blocks. Schal. Genau. Das wollte ich noch mal hinzufügen. Dann saus ich schon wieder hier durch meine Projekte, ne? Das Pulmonaria Lungenkrauttuch ist auch vorangegangen. Da muss ich mal eben wieder auseinanderfummeln. Ist hier voll der Faden. Salat. Und das ist das bis jetzt. Und das ist Austermann Murano Wolle. Und ich finde es halt mega, ne? Also es ist jetzt gerade so zum Frühjahr hin hat das auch schon sowas von, weiß ich nicht, Strand und Meer, ne? Dieses Türkis. Und da habe ich schon in der falschen Reihe einmal einen Dreieck zu weit oben gemacht sozusagen, aber es macht ja nichts, ist auf jeden Fall an der richtigen Stelle, kann man nachher auf jeden Fall gut integrieren. Ja, da bin ich jetzt so weit gekommen. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das fertige Tuch. Ich glaube, das wird eins meiner Lieblingstücher werden, weil ich ja Türkis so gerne mag, ne? Wie man unschwer erkennen kann, ne? Überall ist Türkis. Ja, was habe ich denn noch Schönes? Genau, dann habe ich eine Versuchsreihe. Und zwar wollte ich eigentlich gerne ein Entrelac-Tuch machen, aber ich habe irgendwie nicht die richtige Anleitung dafür gefunden. Jetzt habe ich nochmal eine von Iris einen Tipp gekriegt. Vielleicht mache ich das auch wieder auf. Auf jeden Fall habe ich hier mal vier Ecke aneinander gestrickt. Aus dieser, wie heißt die denn noch, Trigato-Wolle, weil ich mir irgendwie überlegt habe, ich würde halt gerne noch so eine türkise Decke haben für mein Schlafzimmer. Und irgendwie finde ich, dass diese Wolle sich als Decke quasi anbietet, ne? Die fühlt sich auf jeden Fall sehr nach Wolldecke an, eher als nach einem Pullover oder so. Also hatte ich ja auch schon mal einen orangen Schal draus gestrickt. Und ja. Das ist das Versuchsding mit dem, also statt Entrelac habe ich dann dieses hier gemacht, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das nicht nochmal aufmache und dann nochmal ein echtes Entrelac ausprobiere. Mal gucken. Werde ich euch dann nächstes Mal berichten, ob das so sein wird oder nicht. Ja, was habe ich denn noch? Dann wollte ich, oder möchte ich auch immer noch,
Sonja hat es schon mal in ihrem letzten Video gezeigt, die tollen Socken. Oh, jetzt ist die Nadel rausgefallen, aber ist egal, weil ich es eh wieder auftrenne. Wollte ich auch diese Bubble-Socken machen. Und da gibt es irgendwie verschiedene Anleitungen. Und ich habe, glaube ich, die falsche genommen. Auf jeden Fall kommen die Bubbles bei dieser Anleitung nicht so gut raus. Ja, so gut wie gar nicht, ne? Deswegen werde ich das nochmal aufmachen und die Anleitung von der Silvi Rasch machen. Und zwar mit der Opalwolle 100-Wasser, genau. Das ist eine aus der 100-Wasser-Kollektion. Und ich fand halt auch die Farben mal wieder so mega frühlingshaft. Und ja, da werde ich die Bubbles auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Und so, dass man die Bubbles auch einfach sehen kann. Ne? Also hier wird, ja, ist ja jetzt egal, wie es gestrickt wird. Kann ich jetzt auch gerade nicht erklären so richtig. Doch alle 5 Maschen wird eine Masche hochgezogen aus der davorgegangenen 5. Reihe wird die einfach hochgezogen. Aber ich meine, dass bei der anderen funktioniert das irgendwie anders. Auf jeden Fall ist da der Effekt größer als bei diesem hier. Also mir gefällt das nicht wirklich gut. Ich will das so haben, dass es aussieht wie bei Sonja. Dass die Bubbles so richtig rauskommen. Deswegen wird das nochmal gemacht. Apropos nochmal machen, ne? Die Steffi hatte ja angeregt, das Camino Bubble Tuch zu machen. Und ich bin mal wieder mitten in der Reihe. Und hat gefragt, ob jemand mitmachen möchte. Und ich wollte mitmachen und will auch immer noch mitmachen. Aber ich musste das Tuch, ich glaube beim dritten Anlauf war es dann richtig. Also ich hatte das versucht in der ausgeschriebenen Variante zu stricken. Also in der Anleitung das, was ausgeschrieben war, dann umzusetzen. Aber es ist mir überhaupt nicht gelungen. Ich hatte da irgendwie kleine Bubbles zwischen, obwohl die da gar nicht hingehörten. Und dann habe ich mich dann irgendwann doch dazu entschlossen, die Charts zu lesen. Und tatsächlich funktioniert das halt auch dann doch eher. Das ist auf jeden Fall bis jetzt mein Bubble-Tuch. Man kann das ja erst richtig erkennen, wenn das gespannt ist. Aus meinem aufpassendsten Hilfe. Aber ich glaube, man kann so ein bisschen erahnen, wo die Reise hingeht. Ja, das ist aus der Millicolor von Langjans gestrickt. Und das macht, Leute, das macht so einen Spaß, das Ding zu stricken. Das glaubt man nicht, ne? Also unglaublich, weil das so viel Abwechslung in dieser Anleitung ist. Also ich habe selten was gestrickt, was so süchtig macht wie das hier. Man möchte am liebsten gar nicht mehr aufhören. Ja, der Effekt ist halt abgefahren, ne? Also wirklich, wenn man das dann irgendwann geschnallt hat, dann ist das auch wirklich irgendwann in Fleisch und Blut und man muss nicht mehr nachlesen, sondern man kann einfach nur stricken und sich erfreuen, wenn man dann die Maschen fallen lässt an den richtigen Stellen, dann entstehen halt diese schönen Bubbles. Ja, das ist der Camino Bubbles. Ist eine kostenpflichtige Anleitung auf Ravelry. Ja, das ist das. Was habe ich denn noch? Ja, wie gesagt, Zickzack liegt im Moment ganz zackig an der Seite. Wird gerade nicht verarbeitet, kommt als nächstes dran, denke ich mal. Den Steven West Enchanted Mese habe ich auch immer noch nicht aufgemacht. Das kann sein, dass ich das heute nochmal mache. Und da nochmal weiter dran mache. Irgendwie, ja, war ich jetzt in so anderen. Ich wollte das Ding halt auch fertig haben von den Nadeln. Und ja, den Pullover, wo ich den Namen jetzt auch gerade nicht weiß. Der Pullover. Irgendwas mit T. Der hier in der Mitte mit diesem durchsichtigen Charter ist. Da. Ja, schade, dass ich jetzt meine Mappe nicht mitgenommen habe. Sehr blöd. Der heißt irgendwas mit
Zane, that's Zane. Da. Ich weiß es gerade nicht. Wenn jemand das nochmal wissen möchte, dann kann er mich anschreiben. Ich würde ihm das dann verraten. Der Shane oder so. Irgendwie. Ich kann das gerade auch nicht aussprechen. Ja. Das wird auf jeden Fall so ein Kastenpullover. In diesem mal wieder Türkiston. Freue ich mich auf jeden Fall schon, den dann irgendwann mal fertig haben. Das ist auch übrigens auch Langjans. Das ist die Asia-Wolle. Die aus Seide, so ein Seidengemisch ist, relativ teuer und total schön ist, sich mega anfühlt. Ja, das wäre das. Und dann, genau, habe ich noch ein Schnäppchen geschlagen, gekauft, wie auch immer, bei Wolle Rödel. Die haben wahrscheinlich gerade ihre Wintersachen rausgeschmissen. Und da habe ich entdeckt, diese Wolle. Das ist die Superba Zirkus in Grautönen. Und zwar habe ich immer im Kopf gehabt von Steffis aus Nadelgeklapper und Meer, heißt es glaube ich. Die hatte immer mal so eine Zebrawolle. Und die fand ich so toll. Und jetzt habe ich diese hier entdeckt und die ist wenigstens so ähnlich wie die Zebrawolle. Zwar nicht ganz so schön, wahrscheinlich vom Verlauf, aber dennoch ganz schön. Und dann lief mir die hier über den Weg. Da würde ich gerne einen Pullover draus machen. Das ist Merino Plus von Wolle Rödel auch. 1,99. Super. Und dann in diesem, das Grau fand ich ja auch mal richtig toll. Und ich finde diesen Farbton auch richtig schön. Warte mal. So. So kann man das ein bisschen besser sehen. Ja. Da soll auf jeden Fall eher was Pullover-artiges draus werden aus diesen vier, denke ich mal. Ich weiß noch nicht wie und in welcher Form, aber mal gucken. Kommt auch wieder auf die, was ich noch alles machen möchte, Projekteliste, die glaube ich unendlich lang ist. Aber wenn man sich andere YouTuber anguckt, dann sieht man ja, dass das bei anderen auch so ist und auch die, die kein YouTube machen, sondern die man mal auf Facebook oder so trifft. Alle Stricksüchtigen wollen immer so viel machen, ne? Aber es geht halt nicht so schnell wie irgendwie, keine Ahnung, ne? Andere Dinge, die man so im Leben machen muss. Man muss schon einen Moment dranbleiben. Ja, das war's für heute aus dem sonnigen Bremen. Jetzt gerade wird die Sonne sehr warm. Da kann ich mein Tuch mal wieder abbinden. Ja. Das war es dann erstmal für heute. Hinten kommt ja wie gesagt noch hoffentlich Bilder, Video von der neuen Terrasse dran. Und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal und ja, ich sag mal, bis dann erstmal, ne? Tschüss, ihr Lieben. So, das ist meine neue Terrasse. Da sind die Palettenmöbel. Ich gehe mal ein Stück näher ran, weil da hinten in der Ecke habe ich noch ein Regal gebaut, das sich abends mit Kerzen beleuchten lässt. Da steht noch die Leiter. Und hier habe ich auch einfach noch mal so eine Palette an die Wand gestellt und ein paar Blumen reingetan. Jo, noch eine Drehung. Das sind die Paletten. Das wird noch alles weiß gestrichen, bin ich noch nicht zu gekommen. Aber hoffentlich demnächst. So, das ist die Terrasse am Abend. Ich hoffe, man kann ein bisschen was sehen.